Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir werden jetzt hier noch eine kleine Verbesserung machen, weil das so nicht gut funktioniert, also zumindest nicht so funktioniert, wie ich es ganz gerne gehabt hätte. Und deswegen werden wir jetzt hier mal ganz kurz eine Kiste hinstellen. So. Das da abschließen. Hier sagen... Faden von hier nach da. Und dann hier sagen größer 1000. Genauso wie da. So. Erst wenn hier 1000 Einheiten drin liegen, dann läuft es weiter. Und der hier, ne? Habe ich die noch dahingestellt? Oh. So. Und dann ist das hier sozusagen der neue State of the Art Ausgang aus der. Achso, jetzt muss ich erstmal. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal vorwiegend die Kisten dahin. Das weg, das weg, das dahin. Das weg, das weg, das dahin. Das weg, das da, das dahin. So, so. So, 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 so, naja, bisschen Arbeit haben wir jetzt noch damit, aber das, sag ich mal, hätte es auch eine einfache Kiste getan im Übrigen, aber gut. So. Habe ich noch ein bisschen Aluminium mit aufgenommen. Na, davon war auszugehen. So. Gut. Dann, so, jetzt aber Steuerung V und dann das da drüber stellen überall. Damit dann die Robbys und mir das alles zusammenbauen und die Einstellungen korrekt sind überall. Was ist da los? Achso. Bin ich doch glatt um ein Feld verrutscht. So, der dahin, der dahin, der dahin, der dahin und dann sind wir durch. So, dann sollte etwas mehr Aluminium-Ingots erstmal rauskommen, bevor der Rest da rauskommt, denn die Aluminium-Ingots, die werden hier oben abgeholt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Frage ist immer noch, warum ist hier vorne mehr als bei allen anderen? Liegt das wirklich an dem Verteiler? Habe ich den falsch gebaut? Klar, den habe ich falsch gebaut. Was ist das denn? Wer hat das Ding denn gebaut? Der seht ihr auch. Na, das ist ja... Gib mir mal die Hälfte, schmeiß die mal da rein. Gib mir mal die Hälfte und schmeiß die mal da rein. Und dann müsste jetzt über, also einigermaßen gleichmäßig wieder drin rumliegen. So, okay. Also, das hätten wir schon mal. Da haben wir da auch noch einen Fehler behoben. Hm, jetzt kommt da sogar was angeflogen. Wieso kommt da was angeflogen? Schon 1000, ach, das ist schon 1000 Einheiten drin. Aber die Dings stehen noch gar nicht da. Stapler sind das, glaube ich, ne? So. Dann muss ich da jetzt mal schnell von Hand ran. Hä? Die fehlen die ganz? Wieso fehlen die da ganz? Steuerung V. Da habe ich nicht geklickt. So. So, 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 so. So. Tja, Aluminium ist halt wirklich ein heiß begehrter Rohstoff. Überall. Und da unten fehlen die. Leg am Roboter immer noch. So. So, so, dann wollen wir hier mal das System ein bisschen vollschmeißen an die Förderbänder. So, jetzt kommen alle Förderbänder voll an hier. Sehr schön.
Gut, das ist jetzt aber auch bloß, weil ich hier die Lagerkapazität runterziehe und jetzt sieht man schon, hier fehlt wieder der eine Rohstoff, den wir brauchen. Das ist leider so. Gut, dann schließen wir jetzt noch die Rohre hier an. Achso, und hier wollte ich noch zumindest so tun, als wenn ich wüsste, was ich tue. Habe ich hier einen Strom in dem Bereich? Ja. Dann brauche ich einmal eine Pumpe. Einfach nur, damit hier ein bisschen mehr geringfügig mehr Durchsatz ist. Ob das gut ist oder nicht gut ist. Aber damit dann wenigstens das Salinenbohrer auch in Mengen nach unten transportiert wird. Ich denke mal, da können wir dann aufhören mit der Pumpe. Oder? Na wohl. Das ist noch ein ganzer Weg nach unten. Vielleicht sollte ich da auch kleine Tanks dazwischen noch bauen. Dass wir da was auf Vorrat haben, wenn wir denn loslegen wollen. So. Gut, da dann nicht mehr. So. Das Problem ist, dass denn jetzt sich hier. Achso, warte mal. Da muss ich hier hinter jeder Pumpe wieder so ein unter 80% Ventil machen, ne? Damit ich das dann noch reinkriege. Wenn ich das hier noch loswerde, weil die pumpt ja jetzt hier bis 100% hoch. Ach, das ist ja alles auch wieder eine Chaiselong. Baue ich da eine Bremse ein, die ich gar nicht haben will eigentlich. Naja, gut. So, ich denke mal, denn die beiden Bereiche reichen aus. Er kann das sowieso nur noch bis hierhin reindrücken. Also hier muss das Wasser sowieso verschwinden, weil die Pumpe wird dagegen arbeiten. Okay, dann nehmen wir die ja auch nochmal raus. Machen wir das so, dass die denn hier unten den Bereich nur auf 80% hält und da oben alles auf 100% hält. Dann sollte das Wasser von hier aus auf jeden Fall noch verschwinden können. Ja. So, gucken wir mal, ob wir da falsch liegen oder nicht. Hier oben liegt jetzt eh schon alles voll. Produziert nichts mehr. So, jetzt läuft auch Wasser wieder durch. Da oben haben wir 20.000 im Kanister. Na gut. Okay. So. Sollte vielleicht ein bisschen gerechtere Verteilung des Salzwassers herrichten, aber wir wissen es noch nicht genau. So. Hier liegt auch hier noch Purified Water vor. Okay. Gut. Das darf also noch ein bisschen was produzieren. Und hier sehen wir schon, die weißen, runden Bollos gibt es hier nicht in ausreichender Form. Und wir kommen immer näher an den Bereich, wo wir mehr Bollos machen müssen. Und die weißen Bollos werden produziert wie wild hier. Und die Flüssigkeit kommt hier raus. Ist die zu voll? Die steht bei 88%. Es geht eigentlich. Aber hier steht sie halt im zu voll. Das geht dann immer noch, ne? Das geht schon raus. Also es ist nicht so, dass es denn jetzt wegen irgendwelchen Sachen dort langsamer ist. Gut, das heißt, da müssen wir unbedingt dran. Aber hier sehen wir ja auch, dass auf dem Förderband deutlich mehr rauskommt als auf dem Förderband hier, weil hier wahrscheinlich das noch schlechter wegläuft. Da müssen wir uns was überlegen. Da muss ich wirklich große Lager haben für die Flüssigkeiten, beziehungsweise dass wir da irgendwie die Bolle-Produktion auf die andere Seite legen. Was stellen wir hier her? Wie wild Purified Water in Massen, ne? Ja. Naja. Gut, okay. Also da haben wir sozusagen immer noch Schwierigkeiten, dass wir zu viel Wastewater von allen möglichen Sorten sozusagen haben. Oh gut. Vielleicht baue ich das Klärwerk gleich hinten dran, ne? Mit in die Bolo-Produktion mit rein.
Wir könnten das ja mal planen. Naja, gut. Aber über das Plan muss ich hier erstmal alles frei gießen. So gut es geht. Sand reinschmeißen, dann müsste es hier jetzt zwei Karrees komplett dran bauen. Dass wir wieder sechs solche Felder haben. Und das Depot müssen wir dann noch besser anders anschließen, beziehungsweise ein zweites Depot bauen, was aber theoretisch auf den gleichen Namen hört. Das weiß ich gar nicht, ob wir das hinkriegen. Aber ja, dass die Züge dann sich das aussuchen können, wo sie hinfahren wollen. Gut, also unser Aluminiumhunger, den im Unternehmen oder in der Firma ist jetzt erstmal riesig. So, was fehlt hier jetzt für den Rohstoff? Hier fehlt jetzt Kupfer. Und zwar Kupferplatten aufgerollt fehlen hier. Das hatten wir ja auch schon, dass ich das Kupferwerk, wahrscheinlich das Kupferblechwerk, dieses hier auch modernisieren muss. Aber es liegt einfach daran, dass zu wenig Kupfer da ist. Woran liegt das? Hier liegt dann nicht genügend Kupfer. Hier liegen 100k Kupfer drin. Wieso ist denn hier kein Kupfer? Ach, weil ich den Bahnhof schon ausgeschaltet habe. Weil ich das umbauen wollte. Alles klar. Ja, gut. Also dann müssen wir uns jetzt unbedingt ums Kupferblechwerk kümmern, damit dann mehr Kupferblech kommt. Alles klärchen. Jetzt halten wir den ganzen Laden auf, weil wir kein Kupfer mehr haben. Ach so. Jetzt kommt's. ich habe eigentlich vor 3 Folgen schon erzählen wollen, dass ich einen neuen Mod runtergeladen habe, den ich mir genutzt habe, weil ich gefragt habe, gibt es einen To-Do-Listen-Mod? Ja, den gibt's. Habe ich auch gefunden. An dem Tag noch, ich habe geschaut. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es hier unten so lustige Schaltflächen gibt. Und dann habe ich mir mal alles angeguckt, was es da für Schaltflächen gibt. Da gibt es zumindest mitunter diese Schaltfläche, dass man den letzten Spider-Tron zu sich rufen kann. Dass ich den nicht immer suchen muss. Zack, da ist er da. Cool. Also, das geht. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt die ganze Zeit in dem mitläuft. Ja, der läuft mir einfach hinterher. Auch gut. So. Dann habe ich hier Aufgaben. Also, ich habe mir die To-Do-Liste runtergelegt. Und hier ist Aluminiumwerk 2. Heißt, ist in Arbeit. Und hier habe ich aufgeschrieben, neues Aluminiumwerk bauen. So, dieses Aluminiumwerk ist jetzt... warte mal, fertig. Bauarbeiter, ich. Bestätigen. So, das mache ich. Und es ist als erledigt markiert. So, das kann man dann hier an- und ausschalten. Fraktion privat, das ist egal. Also ich sag mal, für mich im Singleplayer ist es egal. Ich weiß gar nicht, hier kann ich die neue Aufgabe erstellen und ich kann das sogar dann quasi anpinnen, dass das dann immer offen bleibt und da ist. Aber das muss ja nicht zwingend sein. So. So, dann haben wir das alte Kraftwerk. Da habe ich mir noch einen Task aufgeschrieben. Ich darf übrigens hier nicht draufklicken. Ne? Ich muss wirklich hier draufklicken. Altes Kraftwerk muss geprüft werden. Frage, Abriss oder Umbau. Das kann man dann auch nochmal in Arbeit nehmen. So, das ist dann jetzt hier. Pausiert, blockiert, nicht gestartet, in Arbeit. Ich kann hier nicht fertig setzen. Ne? Also ich kann hier nur in Arbeit setzen. Das ist natürlich schade. Weil ich würde ja ganz sehr gerne sagen, dass es fertig ist hier auch im Status. Ob der Statussymbol eine Geld klickst, okay. Achso. Ja, eigentlich ist es ja fertig, ne? Details umschalten, hochschieben. Achso, hier kann man sich die Details auch anzeigen lassen. Sehr gut. Ah, okay. Teilaufgaben. Ach, da kann man noch Teilaufgaben machen. Okay, sehr gut. So, also das Ding würde ich jetzt ganz gerne eigentlich als fertig ansehen, aber gut. Den Mod, den habe ich mit hinzugefügt und dabei habe ich festgestellt, dass ich hier unten so richtig schön viele Schaltflächen habe, die ich ja gar nicht nutze. Und da war dann hier in dem zuletzt verwendeten Spider-Tron rufen und sowas, LTN-Manager öffnen. Auch sehr schön eigentlich, denn man sieht so, welcher Zug ist womit unterwegs. Wieso, weshalb, warum.
weiß gar nicht, was die Nummer hier vorne ist. Apple Zug Guy. Okay. Also ich weiß nicht, ob das denn der so und so viel Zug oder der so und so viel Auftrag ist. Wir haben zwei Depots. Die ganzen Stationen können wir sehen. Da können wir auch sehen, was hier denn da ist. Wie die heißen. Und was komplett im LTN-Netzwerk rumliegt. Also was sozusagen unterwegs ist, was angefordert wird. Es werden 400k Mineral Sludge angefordert. Wir haben aber kein Mineral Sludge, soweit ich sehe, hier im Angebot. Also zumindest nicht in der Menge. Das heißt also, auch da gibt es irgendwas und so weiter. Und dann hier sieht man, dass wir riesengroßes Defizit an Crotium-Chunks haben. Da wollen wir 89.000 von haben. Wir sind 10k gerade unterwegs und im LTN-Netzwerk liegt fast nichts davon. Da haben wir hier ein bisschen Stone, aber Chunks haben wir gar keine davon gerade. Ne? Also das sind so alles Sachen. Und da sieht man hier auch schon, wir suchen nach 95.000 davon, 25k davon werden gerade transportiert. Aber ja. Da müssen wir dran. Okay, gut. Also, wie gesagt, da haben wir ein paar Kleinigkeiten entdeckt, die ganz gut funktionieren. Und jetzt sieht man schon, dass hier stellenweise dann auch mal alle 4 Förderbänder voll sind. Also theoretisch sollten ja 3 volle Förderbänder rauskommen, wenn das voll produziert. Das sieht ja nicht ganz gut aus, ne? Also was hier so rauskommt an Output an Aluminium. Also mir gefällt das schon sehr gut. Muss ich ehrlich sagen. Nee, gut. Okay, dann setze ich mich mal um in den Zug. Und dann fahren wir dann mal hin zum Kupferwerk und bauen das Kupferwerk um in der nächsten Folge. Werden jetzt natürlich dafür alles vorbereiten. So, und jetzt muss ich mal einmal zu dem Kupferplattenwerk hier. Da muss ich mal hinfahren. Fahr da mal hin. Leeres Frachtinventar. So, mal die anderen hier alle aus. So. Und dann geht es da weiter mit dem Bauen. Dass ich das jetzt so schändlich verlassen habe, ist natürlich, da ich mir dran gedacht habe, liegt natürlich daran, dass wir es wahrscheinlich dann hier nicht drin hatten. Das heißt, wir schreiben uns jetzt die neue Aufgabe hin. Blechwerk überarbeiten. So, Beschreibung. Auf Coolant. Wird das so geschrieben eigentlich? Wird nicht so geschrieben, ne? Cool. So geschrieben? Nee. Wie wird das geschrieben? Coolant? Umstellen. So. Dann ordnen wir das uns zu und sagen, dass wir das in Arbeit haben. Von mir aus ganz oben ausführen. Privat ist es nicht. So. Und dann sieht man das hier und dann kann man das hier mal ganz kurz ausklappen und dann sieht man, da sind wir jetzt gerade dran und hier müssen wir, oh, weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Also vielleicht mache ich die, lösche ich die fertigen auch raus dann irgendwann mal, können wir ja mal gucken. So, so, beschädigen, so, dann hier raus und dann müssen wir das jetzt hier anfangen, dass wir das auf Coolant umstellen. Das heißt, wir müssen diese ganzen Werke dann wieder nehmen, hier hinstellen und so weiter und so fort. Ich glaube, da kann ich aus dem Kupferrollenwerk das Layout übernehmen. Aber wir gucken mal, wie wir das Kupfer herstellen und so weiter. Das, ah, das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. Da gucken wir jetzt mal ganz kurz in den Planer. Nö, hier ist es nicht drin. Dann machen wir jetzt hier Rezept hinzufügen. Wir wollen haben... Nee, hier ist falsch. Hier Aluminium Coil, ja, Rezept hinzufügen. Wir wollen ganz gerne Kupfercoil machen. Das müsste hier drin sein. Hier drin sein. Auf diese Art und Weise. Und dann brauchen wir Molten Kupfer. Und ach, da gibt es nur eine Möglichkeit, Molten Kupfer herzustellen. Ist das so? Nee, das ist doch, das ist eine Verwendung dann. Ist das das Letzte, was man hier mit Kupfer machen kann? Advanced Copper Casting, ja, da ist Schluss, ne? Dann kommt hier bloß das Platinium Casting. Okay, ja gut.
wenn wir Kupfer nur auf die Art und Weise herstellen können, dann geht es nur so. So, das heißt, wir brauchen dann das hier wieder. Einmal in der Form. Dann das. Ich glaube 3, 2, 1 war das. So. Und dann brauchen wir noch die Standard-Cooling-Herstellform. Und das sind dann... Das muss ich, glaube ich, nach oben ziehen. Das waren, glaube ich, 20%. So, und dann stellen wir hier oben mal ein. Wir müssten ganz gerne jede Menge davon haben. Das möchten wir nicht haben. Das muss man auch so. Wir möchten hier von jede Menge haben. Und zwar möchten wir davon haben... machen wir mal 120. 420 davon anbringen. Das ist wirklich hart, ne? Das ist falsch rum hier. So rum. So. Auf die Kapazitäten gehen wir dann. Bräuchte mal 70 Schmelzen für. 45 davon. 630 Barren pro Sekunde, die kriege ich dann lebendig hintransportiert. Wenn ich 30.000 hintransportiere, sind sie nach 50 Sekunden weg. Du Schande. Sollte ich das lieber schon eingeschmolzen denn irgendwo einlagern? Aber selbst das, wenn ich das durch die Gegend transportieren will mit dem Zug. Kann so ein Zug maximal durch die Gegend transportieren mit 4 Waggons. Kesselwagen 50k, 200k. 6000, und das ist ja noch weniger. Da kann ich hier mehr. Boah, nee, ey. So, warte mal, wenn ich das jetzt... sozusagen grundsätzlich durchklicke. Ach du Scheiße. What? Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich meine, ich klicke das gerne mal durch, ne? Aber... Okay. Wie viel habe ich da eingestellt? Oder habe ich das irgendwo hier mal aufgeschlüsselt, was ich da so produziere? Weiß ich gar nicht, ne? Wie viel ich da produziere, weiß ich nicht. Könnte aber sein, dass ich 45 produziere. Das könnte sein. Wie viel sind denn das? 120 davon. 72 davon. Würden 45 machen. Kommt hin, ne? Wir haben 18 Stück. Glaube ich. Immer aufgestellt. Sind das hier 18? Wie sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, was ist das mehr? Steuerung Copy. Das sind 36 immer. Also mache ich 180 momentan. Also theoretisch mache ich 180 von den Crushed beim Maximal pro. Ja, kommt hin.
Du Schande. Gut, aber wenn ich davon 40.000 anbringe, dann habe ich erstmal, oder kann ich auch... Moment, was kann der so transportieren hier? 80 Stacks. 8x2 sind 16.000 pro Waggon, sind bei zwei Waggons 32, sind 64.000, also 50.000 pro Waggon oder pro Fahrt kann man, oder 60.000 pro Fahrt kann man einstellen. Dann würde ich ab 40.000 wiederholen lassen, dass noch 20.000 im Lager sind, bevor der Auftrag entsteht. Das muss ich fast so machen. Ich kann so viele Barren nicht transportieren gleichzeitig. Aber ich kann auch so viele Öfen dann nicht gleichzeitig hinstellen. Was habe ich denn hier drinne? 1, 2, 3 mal. Das ist auch schon 90. 90 solche Öfen stehen hier schon. Also hier oben ist schon ordentlich Verbrauch. Gut, bei den Krempel, den ich da jetzt gerade geplant habe. Alleine das ist schon heftig hier, ne? Brauche ich die Öfen? 35. 210, warte, von den Dingern. 158. Das kann ich nicht leisten. Aber ich brauche so viel Kupfer. Ich meine, wenn ich das noch davor baue, das kriege ich nicht in einem Karree. Unter. Aber das Ganze, das würde in einem reinen Kupferplattending, wo was sich die eigenen Barren herstellt, funktionieren. Das wären 11 Förderbänder, die nur Kupfer durch die Gegend transportieren. Ja, ich mache mir mal Gedanken dazu. Also dieser Plan klingt erstmal nicht schlecht. Aber es ist natürlich auch ziemlich viel Zeug, was dann hier durch die Gegend transportiert wird. Und die Frage ist, machen wir das dann zum neuen Standard? Für Blechwerke. Aber ich kann ja nicht, dann muss ich hier für das Eisen... Ich meine, okay, jetzt von jeder Ware 210 bloß, ne? Das ist, da kommen wir auch auf 630 Waren, die da ankommen müssen, aber sie kommen halt mit 3 Zügen an. Und nicht mit einem. Ne? Also wir könnten es probieren. Aber es ist hart. Weiß ich gar nicht, wie ich das raus... Das muss ich hier mit so viel Förderbändern wie hier so ungefähr raustransportieren, damit es überhaupt geht. Brauche ich 12 Förderbänder, um es überhaupt reinzutransportieren in diese Schmelzen. Also es müsste so liegen, auf jedem Förderband liegt dann Kupfer und dann kommt hier oben der Kupfer an die Fahne in diesen Mengen. Wenn diese Schmelzenanzahl 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1, 2, 3, 4, das sind ja auch zu wenig, das sind ja 24 Schmelzen bloß hier. Allein davon brauche ich ja 70. Nicht, das passt nicht. Ich mache mir Gedanken. Wir sehen uns in der nächsten Folge.